Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video von uns. Heute habe ich mir mal die liebe Lea ausgeliehen. Da hat gerade jemand gewonnen. Oder die haben wir applaudiert, weil Lea. Ja! Das war die Special Effect. Wir sind immer noch auf dem Skio in Aachen und wir haben uns heute was richtig Cooles überlegt. Und zwar werden wir eine Tausch-Challenge heute machen. Wir werden gleich zu einem Stand gehen, dort an einem Glücksrad drehen. Und jeder fängt dann sozusagen mit dem Teil an. Das werden wir dann innerhalb von einer Stunde jeweils immer weiter tauschen. Im besten Fall dann etwas Gutes. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir versuchen es mal, ne? Ja, wir versuchen das einfach mal. Auf Leas Kanal werdet ihr dann sehen, was sie tauscht. Auf meinem Kanal werdet ihr sehen, was ich tausche. Und in einer Stunde treffen wir uns dann wieder hier. Und dann schauen wir mal, ne? Okay, ich werde gleich die Zeit stoppen, nachdem ihr eure Produkte abgeholt habt. Oder gewonnen habt. Stopp, Leute! Oh, ja! Oh. Das ist aber ganz gut eigentlich. Das geht. Eigentlich geht. Okay, Hella, du bist dran. Jetzt bin ich dran. Mal sehen, was ich jetzt mache und was mein Anfangsteil sein wird. Oh. 11. Wir müssen nochmal drehen. Der muss einmal richtig schwimmen. Der muss einmal richtig. Jetzt mit Schmackes. Und sie haben hier einen wunderschönen Eimer gewonnen. Oh, sehr schön, der Hauptgewinn. Eimer, dankeschön. Seid ihr bereit? Ja. Der Timer startet in 3, 2, 1, go! Geh weg, geh weg. Bis gleich. Was ist deine Taktik, Hella? Also, ich werde jetzt einfach mal Leute anquatschen und fragen, ob die das mit mir tauschen würden. Okay. Diesen tollen Eimer. Okay. Wollen sie den tauschen? Nee. Oh, Leute, ich dachte, das ist jetzt meine Chance. Sie haben mich angesprochen und meinten, den Eimer hätten wir gerne. Und dann dachte ich, das muss ich nutzen. Den Eimer wollen sie haben, aber dann wollten sie den doch nicht. Oder wollten den auch. Tauschst du eigentlich die Pfandflasche mit? Weil dann lohnt sich's ja richtig. Ja. Also, es ist halt einfach schlimm. Ich weiß nicht, wen ich fragen soll. Du musst dir so ein Schild umhängen. Ich tausche. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Das ja, lass es echt mal machen mit irgendwas. Ich habe noch nicht die richtige Person entdeckt. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt, hier Leute anzusprechen. Aber naja, es wird schon irgendwie. Ich bin echt gespannt, nachher das Video von Lea zu sehen, wie sie das gemacht hat. Ja, ich auch. Nachher kommt ihr beide mit dem gleichen Gegenstand wieder. Sie können das hier, diesen tollen Eimer, mit mir gegen etwas anderes tauschen. Wir versuchen uns hochzutauschen. Nee, es muss was Besseres sein. Was anderes als der Eimer. Wir das wäre toll. Ja, was anderes. Naja, es muss auch sich es lohnen. Es muss sich lohnen. Es muss sich lohnen. Es muss besser tuk, sein. Tuk. Ich glaube, das würde ich nehmen. Oh, Andrea, du hast doch schon. Ich mach das für dich, Mensch. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Okay. Tschüss. Okay, Leute, also ich habe jetzt wenigstens was anderes. Ich finde, mit Tuck kann doch jeder was anfangen, oder nicht? Ich weiß es nicht, Hella. Das ist was zu essen. Also ich weiß nicht, ob... Da muss jemand Hungrigen finden. Der tauscht bestimmt okay. alles. Okay, also jetzt jemand Hungrigen. Ja. Mal sehen. Ach, das wird halt nicht. Das wird halt hier nicht. Da hinten ist Lea. Sie hat auch noch echt? Ihren YouTube-Beutel, wie ich sehe. Oha. Ich glaube, meine Taktik wird jetzt sein, umso mehr Leute ich anspreche, umso mehr kann man ja irgendwie gewinnen, ja. oder nicht? Aber bis jetzt haben dich zwei Leute ich angesprochen. Muss Der ja. Eimer war gut, wir hätten noch weiter mit dem rumlaufen sollen. Ja, der war eigentlich echt gut. Naja. Wir müssen da hinten, wo die in die Menge gehen. In die Menge? Glaubst du, das ist eine gute Idee? Ja, da sind, glaube ich, mehr Leute. Gut. Aha, ihr seid immer noch bei Produkt 1. Da hinten, da sehe ich jemanden mit einer großen Shopping-Tüte. Die sehen nicht so aus, als wenn die Bock hätten. Ich finde, das ist echt eine richtig gute Taktik, einfach irgendwo hinzugehen, wo einfach keine Menschenseele ist. Ich glaube, das ist wirklich Taktik Nummer 1. Das Problem ist halt auch, es läuft gerade der große Rolex-Preis. Und wir und so, yes. Alle sind im Stadion. Ach Mann. Also ich habe jetzt diese süßen drei Mädels gefunden und vielleicht haben die ja etwas Besseres als diese Tuk-Tuks für mich. Heißt es überhaupt Tuk-Tuk? Es heißt einfach nur Tuk. Naja, mal sehen. Ich habe eine Haarbürste. Ja. Das wäre auch schon gut. Aber das ist halt wieder was zu essen. Wir wollen eigentlich vom Essen wegkommen. Dann müssen wir sonst weiter gucken. Oder aber Fritz finde ich eigentlich schon ganz gut. Ich weiß nicht, Hella. Ich bin nicht so ein Essensfan. Ich glaube, damit kommen wir nicht so weit. Damit kommen wir nicht so weit. Aber trotzdem, vielen lieben Dank. Oh mein Gott. Ja. Ah. Sehr süß. Wie süß. Jetzt habe ich hier gerade Hannah gefunden. Und ich werde sie jetzt mal fragen. Hast du etwas, was du gegen das hier, dieses tolle Stück, tauschen möchtest? Ja. Gar nichts dabei. Gar nichts dabei. Das ist natürlich sehr schade. Es ist sehr schwer. Wir drehen ein Video und versuchen uns hochzutauschen mit diesem Gegenstand. Ja, das ist sie nicht haben Schuhe aus. Nein, das ist ein Scherz.
Aber vielen Dank trotzdem. Ich habe mir jetzt eine Taktik ausgedacht. Und zwar werde ich jetzt auf dieses schöne Blatt Papier, was ich mir hier geholt habe, werde ich mit Edding einfach was draufschreiben. Und dann sehen die Leute schon aus großer Entfernung, tauschen sie was mit mir. Sehr schön. Haben sie was zu tauschen? Ja, das ist gut. Also ich glaube, auf diese Taktik wird Lea nicht kommen. Sehr gut. Ich werde mir jetzt einen guten Ort suchen, wo ich mich hinstellen kann und dieses Schild aufklappen kann. Leute, das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Ich werde das Heft jetzt einfach mal aufklappen. Dann mal sehen, ne? Haben Sie was? Ich glaube, ich singe dabei auch noch. Haben Sie was zum Tauschen? Haben Sie was zum Tauschen? Nein, okay, ich stelle mich jetzt hier hin. Ich kenne dich nicht, Ella. Vorsicht, du stehst im Weg. Oh. Also die Menschen schauen. Ich fühle mich gar nicht komisch. Haben Sie was zum Tauschen? Gegen diese tollen Tux. Haben Sie was zum Tauschen gegen diese tollen Tux? Keine Antwort, alles gut. Das ist der Eimer. Ich würde sagen, niemand hat was, was er gegen diese Tux kaufen kann. Ich muss jetzt wieder zu der Frau rennen und mir den Eimer wiederholen. Nein, ich würde sagen, ich glaube, ich gehe jetzt zu ein paar Ständen einfach mal hin. Vielleicht haben die ja was zum Tauschen. Ich glaube, ich fange einfach mal mit so einem Hut an. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das wird nicht klappen, Ella. Dann kommt jetzt meine brennende Frage an Sie, und zwar, ich habe sie hier so schön aufgeschrieben, haben Sie etwas zum Tauschen für mich? Gegen diese Tux wäre das. Ja, klar. Ja, wenn Sie was hätten, das wäre mega, weil ich trete gerade gegen eine andere an. Und dann sehen wir nämlich am Ende. Also Tux, und zwar mit Quark, dann tauschen. Ja. Ich krieg die Tux und ich mache dir deine Schuhe sauber. Damit können wir aber nicht weiter tauschen. Wir müssen das ja weiter tauschen. Komm mal her. Komm mal her. Ich krieg jetzt hier auch noch meine Schuhe geputzt. So, jetzt musst du mal den Schuh vergleichen mit dem anderen Schuh. Okay. Wow, also das hat ja so gut funktioniert. Nicht schlecht. Alles klar. Ich muss meine Schuhe besser pflegen. Hab ich auch das Gefühl. Okay, gut, dann hier einmal die Tour. Dankeschön. Oh, ich freue mich. Ja, und was sehr. Dürfen wir jetzt wieder mitnehmen? So, klar, Glückwunsch. Alles, was du. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ich muss sagen, das war echt ein Glow-Up jetzt schon zu den Tours. Und ja, mal sehen. Wir haben gerade zwei getroffen, die waren schon bei Lea. Habt ihr mit Lea etwas getauscht? Ja, Kugelschreiber gegen Gummibärchen. Okay, und ihr habt jetzt schon verraten. Ach, ich da hab was Besseres so als Lea. Da ist sie wohl noch nicht so weit. Hatte sie denn diesen Beutel noch? Den Beutel hatte sie, ja. Sie versucht es aufzuwerten, also okay. Gut zu wissen. Mal sehen, aber trotzdem vielen Dank. Ja, gerne. Ja, kein Problem. Hella, die Hälfte der Zeit ist schon um. Oh mein Gott, und ich hab erst das. Also das ist eigentlich ganz gut. Aber Leute, es muss noch weitergehen. Okay, ich laufe jetzt wirklich wieder mit diesem Schild rum. Es ist einfach ultra peinlich, aber egal. Die Zeit läuft halt. Komm, ja. Habt ihr was zum Tauschen für mich? Na klar. Eine gute Nachtlektüre für dich und Leckerlis für Gollum. Ja, richtig. Dankeschön. Vielen Dank. Das kriegt ihr. Okay. Sehr schön. Das freut mich. Danke. Bis dann. Tschüss. Das hat sich ja schon mal richtig gelohnt, das Plakat mal wieder ganz unangenehm hochzuhalten. Und jetzt schauen wir mal weiter. Vielleicht sagt noch ein anderer Stand ja dazu. Was? Ich habe etwas. Ja? Ja. Ja? Habt ihr was? Okay. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich habe ein kleines Fett, wenn du möchtest. Ja, das will ich. Das wäre toll. Ja, okay. Ja, okay. Gerne. Gegen die Leckerlis. Gegen das hier. Super. Und das Pixie-Buch. Danke. Vielen Dank. Bitte. Schönen Dank noch. Cool. Gleichfalls. Okay, es bringt wirklich was mit diesem Schild. Sehr Halten schön. Wir das mal weiter hoch. Was magst du? Du tauschst was gegen ja, was? Ja, genau. Also das hier gegen irgendwas aus eurem Laden, was am besten im Preis besser ist als das. Okay, ich habe was für dich für 79,95. Was wäre das wert? 100.000 Euro. Minimum, okay. Nee, dann haben wir auf alle Fälle was. Ich, zwar perfekt, seid ihr eh am besten Stand. Ich habe ein Startup gegründet mit den Steigbügel-LEDs. Sowas wow. Gibt's noch gar nicht auf dem Markt. Und wie da kann cool. Ich euch ein paar mitgeben. Mach mal. Total gerne. Total gerne. Ja, weil das, das ist ja mega. Das Hauptproblem dahinter ist einfach, die Reiter gehen am Tag ausreiten, kommen einfach jedes zweite Mal in der Dämmerung wieder zurück. Und so habe ich quasi mit dem Produkt dagegen gewirkt. Man kann das Produkt nicht vergessen. Es ist immer mit am Steigbügel. Von das dem ist her, ja mega. Das Pferd ist beleuchtet, der Reiter ist beleuchtet. Und, man und das kann, geht hier ganz einfach. Genau, man schaltet es einfach da an und aus. Perfekt. Leute, kannst du nicht vergessen. Besser kann es so, nicht werden. Total gerne. Oh, sogar Leckerlis noch. Sogar Pferdeleckerlis mit dabei. Zweimal Trittflächen, zweimal Steigbügel-LEDs. Und dann machen wir den Tausch, oder? Ja, sehr total schön. Gerne. Bitte schön. Bitte, danke auch. Bin ich gespannt, gegen was unser Produkt getauscht wird. Ja. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank. Super, danke auch. Tschüss. Tschüss. Ciao.
könnten ja weiter tauschen. Nochmal tauschen. Nochmal tauschen. Okay, vielleicht tauschen Sie es gegen den Stiefel. Ja, so einen Stiefel würde ich wohl nehmen. Ja, da ist aber das Tauschprodukt. Das ist bis zu Nein, wenig. Das war auch nur ein Scherz. Das war auch nur ein Scherz. Am Nachbarstand also, geht's weiter. Mal sehen. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob es wirklich noch besser werden kann. Also ich glaube, ich habe Lea jetzt schon abgezogen. Eine absolut wasserdichte, extrem robuste und mega geile, gepolsterte Hightech-Stiefelette, die du ein Leben lang hast und die schweinebequem ist. Die tausche ich auch gar nicht weiter, die wiegen gehalten. Die kostet im normalen Verkaufspreis 259. Perfekt. Oh, wow. Ich habe gesagt, ich schieße euch jetzt nach oben. Oha. Und ich gebe euch die deswegen, weil ich die so nicht mehr produziere und die übrig ist. Ah. Ach so. Ja. Das ist optimal. Das ist cool. 38, das passt dir sogar heller, oder? Das ist dann, sogar meine Dann wünsche ich dir, dass du da lang 20 Jahre Spaß mit hast. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Also, ja. Ich krieg jetzt die LED. Ja. Perfekt. Danke euch. Tschüss. Oha. Oh mein Gott, I can't. Besser kann es halt heute nicht mehr werden, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, was Lea hat, aber wenn sie gleich schon mit ihrer Tüte ankommt, dann kriege ich echt Lachen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch so weit kommen. Vor hätte ich auch nicht gedacht. Am liebsten einfach gar nicht mehr weitertauschen. Nee, das, also besser kann es ja nicht werden, oder? Nee, also ja. es sind noch 12 Minuten auf der Uhr, aber wirklich. Oh mein Gott. Also 200 Euro. Und die passen dir halt sogar, die könntest du echt das am besten behalten. Das hat sie mir jetzt gerade einfach geschenkt. Also wenn Lea das sieht. 259 Euro, glaube ich, kostet das. Wir haben einfach mit einem Gewinnspiel angefangen und sind jetzt hier. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Keine, ich weiß nicht, ob wir so fair gespielt haben, ehrlich gesagt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber es gab keine Regeln, wir haben keine Regeln ausgemacht. Ich bin so gespannt, was sie da gleich haben wird. Also das kann man doch nicht toppen, oder? 200 Euro. Wir haben uns gar nicht ausgedacht, was der Verlierer bekommt. Das stimmt. Aber der Gewinner hat auf jeden Fall schon mal ein cooles Produkt. Oh yes. Vor allen Dingen. Also ich werde es halt behalten natürlich und anziehen können, weil das auch einfach meine Größe ist. Das ist einfach mal meine Größe. Perfekt. Und das waren einfach die letzten von denen, die sie über hatte. Oh mein Gott, wie cool. Wir müssen eigentlich dem Stand jetzt zeigen, gegen was wir das Produkt schon getauscht haben. Schaut mal, was wir haben. Schuhe. Geil. Die Creme ist zu den Schuhen getauscht worden. Hier, ich glaube, die gewinnt das locker. Ja. Und die Tuk-Tuk schmecken sie? Ja, ich meine, gut, dass die schon 10 Jahre alt sind, macht mir überhaupt nichts. Das wussten wir nicht. Ist doch wurscht. Tschüss. Ein Traum. Ich freue mich so auf Leas Video. Ich bin so gespannt, wie sie das gemacht hat. Wir verlinken das mal in der Infobox, würde ich sagen. Boah, aber die ganze Zeit war wirklich Flaute. Ich stand da die ganze Zeit mit diesem cringen Schild. Und dann plötzlich so ein auf den anderen ging es Schlag auf Schlag. Jo. Hella, lass mal irgendwo hinsetzen, wo Lea nicht vorbeikommt und dann einfach warten, weil... Lass uns einfach was zu essen kaufen. Nicht, dass die uns vorher schon sieht. Ja, wir holen uns jetzt was zu essen. Ich bin so gespannt auf ihren Blick, wenn sie da ankommt mit so einer kleinen Tüte und ich dann diese Schuhe habe. Ja. Also ich finde es einfach nur krass gerade. Besser kann es nicht werden. Ich will das auch ehrlich nicht weiter tauschen. Wir können uns jetzt hier noch irgendwas gönnen zum Trinken oder so. Hella, die Zeit ist abgelaufen. Die Zeit ist abgelaufen. Wir sind wieder an der Stelle, wo wir begonnen haben. Erstmal noch einen Flammkuchen kaufen. Ich kann es leider nicht mehr verstecken. Gute Laune steht da drauf. Wir sind so gespannt. Bevor ihr sagt, was ihr habt, erzählt mal kurz, wie war's? Es war übertrieben unangenehm. Ich habe es auch eben einmal gesagt, dass es sehr unangenehm ist. Ich musste einmal auf Englisch sprechen. Auf Englisch? Ich habe meinen ganzen Text auf Deutsch gesagt, meinen Text. Also richtig gelabert noch in einmal so... Ich verstehe nicht so, ne? Ich hab alles. Oh Gott, das war so, wer fängt an? Hast du mehrere Teile? Ja, wir haben mehrere Sachen tatsächlich. Oh. Ich fange mit der kleinen Sache an. Okay. Ich habe dieses kleine Pferdchen hier einmal bekommen. Oh, das ist süß. Das ist süß, ne? Die hat die Sachen aber behalten. Die haben mir Sachen einfach geschenkt. Ich so, ja, nee. Gegen das. Und die so, nee, behalt das. Wie? Und die wollten das einfach nicht haben. Die haben die immer gezwungen, dass sie das haben müssen. Die haben das nicht genommen. Dann haben wir die Tüte. Gute Laune. Also die finde ich richtig sexy, muss ich sagen. So, jetzt kommen wir schon zu... mein Highlight mache ich zum Schluss. Ich habe nämlich ein ganzes Outfit eigentlich. Dann haben wir einmal diese coole Cap. Die ist schon sehr cool, muss man sagen. Ziemlich nice. Und jetzt kommt das Highlight einfach. Ich habe einmal ein T-Shirt. Guck mal, das ist mein Highlight. Das Shirt habe ich einfach. Das ist mein Outfit. Das ist richtig geil. Ich finde es so geil. Das ist mein Outfit. Hab dann noch hier die Shopping Bag. Und ich sag's euch so. Und jetzt kommt die Frage, wie viel ist dein Outfit wert? Das ist tatsächlich wert ein Beutel. Okay, jetzt kommen wir zu meinem Endergebnis. Also du weißt ja, das hier habe ich mir einfach geholt, ehrlich gesagt. Kannst du das so. Das hast du gekauft? Nein, geholt haben wir das. Jetzt kommt's. Schuhe, wie du siehst.
in meiner Schuhgröße Nummer 38, kannst du dir ja vorstellen, schon mal teuer. Teuer, jetzt ja. Jetzt kommen sie, jetzt kommt's. Wie hast du das ergattert? Glaubst du nicht. Oder? Glaubst du nicht? Glaubst du 200 nicht? Euro. 250 Euro. Ja. 250 Euro. Ja, das wirst du im Video sehen. Also ich habe die richtigen Stände gewonnen. Also ich muss sagen, dein Oberteil ist schon echt schön. Ne? Also ich finde, wenn es um die Schönheit geht, dann liegst du schon ganz weit vorne. Das Oberteil ist so geil. Wir hatten tatsächlich noch 12 Minuten über, aber wollten nicht mehr tauschen, weil das schon perfekt war. Weil das halt schon einfach Hammer war. Aber wir hatten auch sehr viel Glück, muss ich sagen. Eigentlich müsst ihr noch mal eine Revanche auf einer anderen Veranstaltung machen. Ja, aber es war einfach maximal unangenehm und Hella meinte schon, das macht sie nie wieder. Das war wirklich sehr unangenehm teilweise, ja. Das Geilste war, der Mann bei mir am Anfang meinte so, er würde das gerne gegen mich tauschen. Das geht leider nicht. Weil hast du da irgendwo, hast du die Tuck-Dinger einmal getauscht? Ja. Weil da waren wir auch nachher noch. Wo die und hat er auch was mit euch getauscht? Nee, der hat uns nichts mehr gegeben. Ja, sehr gut. Ja, so muss das. Team Hella. Ja. Das war's mit diesem Video. Wir hoffen total, dass es euch gefallen hat. Mir auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr lustig, unangenehm, aber allgemein echt cool. Echt hat viel schön. Spaß gemacht. Wir haben coole Sachen bekommen. Wenn man sich überlegt, womit wir angefangen haben. Ja. In einer Stunde. Mit 0 Euro. Eigentlich wäre krass. Noch nicht mal irgendeinen Einsatz. Wirklich? Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder auf Leas Kanal oder auf meinem. Oder beide. Oder schaut euch einfach das andere noch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Die genau. An den anderen Weg, wie die andere Person zu ihren Sachen gekommen ist. Ich bin so gespannt auf dein Video, Lea. Ich bin auch gespannt, wie das gemacht hat. Ich bin auch gespannt. Bis dann. Ciao. Tschüss.